Hey und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Ion. Und um ehrlich zu sein, ich würde jetzt dieses Gebiet schnell abschließen, denn wie man vielleicht, ich weiß noch nicht, wie ich ihn nenne, am Titel erraten kann, würde ich gerne etwas anderes machen, denn heute ist der 11.12., das heißt, es ist der Mittwoch. Was heißt das mal wieder? Jetzt muss ich aufpassen, dass ich ihn richtig auswähle. Ich mache das hier einfach mal kaputt, weil ich nicht riskieren möchte, dass meine Aufnahme gerade ausgeht. Das heißt, dass mal wieder es Zeit ist, um am Event teilzunehmen, am Valentins-Event. Und das würde ich wirklich mal gerne machen, ausnahmsweise mal. Weil ich jetzt auch mal online bin, um das zu machen. Und deswegen werde ich jetzt vielleicht auch ein paar Folgen aufeinander aufnehmen. Ich weiß nicht genau, wie lange das dauern wird. Deswegen nicht wundern. Jetzt sind wir hier vorne. Ja, ich habe dich befreit. Hier vorne ist das fertig und wir müssen jetzt nach Pernon. Dafür teleporte ich, wo bin ich gebunden? Am Observatorium, das ist okay. Teleporte ich mal nach Morheim, weil da relativ nah der Porter ist. Und dann muss ich mich entscheiden, gehöre ich zu denen, die das Festes, oh, ich weiß gar nicht, wie der hier in Ion heißt, frag mich nicht, boykottieren möchten oder möchte ich das ausleben? Dafür müssen wir halt jetzt eben nach Pernon und uns dabei jemanden entscheiden, wenn ich das jetzt richtig in den ganzen Infosachen durchgelesen. Oh, Leute. Ah, Leute, durchgelesen habe. Wieder ein dunkler Tag. So, wir müssen nach Pernon. Das Schicksal sei euch gnädig. Und ich dachte mir, das ist die einzige Chance, diese Quest zu machen. Also weil sie halt nur Valentinstags da ist. Und von daher, ja, ihr merkt schon, es ist alles sehr festlich geschmückt. Kann ich euch etwas verkaufen? Und es ist die verliebte Zeit des Festes. Was kann ich für euch tun? Bitter oder süß? Dies ist die Jahreszeit der Liebe, in der die Pärchen sich gegenseitig mit süßer Schokolade schenken und Liebesworte flüstern, während diejenigen leiden, die allein sind. Leiden würde ich das jetzt nicht nennen, aber okay. Wer hat behauptet, dass die Schokolade süß sei? Yang Yang. Die Schokolade schmeckt einsam, nee, was nur bitter. Zurzeit verstärken sich die Spannungen zwischen Einsam und Pärchen. Es bahnt sich ein Krieg zwischen Verliebten und Alleinstehenden an. Yang Yang, ihr hört weiter zu. Also, Kelbi, trefft eure Wahl. Unentschlossenheit kann ich nicht tolerieren, Yang. Seid ihr verliebt, Yang Yang? Oder fühlt ihr euch einsam? Überlegt euch gut, wofür ihr euch entscheidet. Es ist ein Krieg zwischen Pärchen und Einzelgängern in Asmodea. Wählt die richtige Seite. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin glücklich Single, von daher, ich bin alleine. Ich fühle mich nicht einsam, aber okay. Ich möchte wirklich das machen. Denn ich finde die zerstörerische und boykottierende Seite vom Valentinstag echt cool. Ich gebe euch einen Auftrag mit einem bitteren Beigeschmack, Yang. Also ja. So, jetzt müssen wir uns mit dem. Trefft euch mit dem sorgenfreien Single. Und der ist da hinten. Der andere ist wahrscheinlich auch irgendwo. Keine Ahnung. So, Verliebte vergessen oft den Wert von Freundschaft. Man sollte sie ordentlich schellen. What the fuck? Wir sollten uns zusammentun, um gemeinsam diejenigen zu bestrafen, die nur an Liebe und nie an ihre Freunde denken. Wer hat gesagt, dass Schokolade süß sein muss? Echte Schokolade ist bitter. Süße Schokolade ist voll Zucker, Yang Yang. Zeigt den Träumern, die denken, das Leben sei süß, die bittere Wahrheit. So, bitter oder süß haben wir jetzt fertig. Jetzt kriegen wir hier eine Folgequest. Event täglich. Schokoladenbombe. Die muss man übrigens fünfmal machen, dann kriegt man da auch so Spezialsachen, wie man hier sieht. Und die Hälfte des gebrochenen Herzens brauchen wir für die nächste. Und da würde ich mal sagen, ich bin gegen eine Beziehung, Yang Yang. Wieso ist es gerade eigentlich dunkler geworden? Ach, es ziehen Wolken auf. Hat man einen Partner, gibt man unnötig viel Geld aus. Das ist irgendwie schon demotivierend, was der sagt. Wann könnte ich denn Geld sparen? Habe ich nicht recht? Darum müssen wir Steuern für den Schokoladenturm zahlen, der nicht einmal gefällt, Yang Yang. Also irgendwo davon ist der Schokoladenturm der Liebe. So, jetzt, wir nehmen einfach an. Ich habe keine Lust, das jetzt durchzulesen. So, was müssen wir nehmen? Ihr nehmt den verliebten Schulax die Schokolade weg und bringt sie sorgenfreien Zuguss. Also, wo sind aber die verliebten, was auch immer? Verliebte Schuraks, die den großen Platz aufhalten. Sie tümmeln sich gerne in der Öffentlichkeit. Das ist das. Aha. Okay, Moment. Das muss ich jetzt erstmal. Also ich meine, die müssten hier irgendwo rumlaufen. Es war zumindest bisher mal bei solchen Events so, dass dann hier irgendwo diese
Turax dann, das ist ein Huhn. Ist das hier einer? Kann ich euch etwas verkaufen? Ihr beendet das Gespräch nicht. Wo sind die? Sehen wir es irgendwo im Chat? Nee, ne? Lol. Also normalerweise bei diesen Events laufen die dann immer hier vorne rum. Ich werde nochmal eben kommen. Also, verliebte Shurax. Die auf den großen Platz aufhalten. Sie tümmeln sich gerne in der Öffentlichkeit. Das ist der große Platz. Ne? Ja. So. Wo sind die? Wo sind die? Wir fragen gleich einfach mal den Chat, wo sich die aufhalten sollen. Wo sind die verliebte Shurax? Shurax, Entschuldigung. So, jetzt haben wir mal Dreier, hallo. Enter. Wieso kann ich gerade nicht im Dreier schreiben? Seht ihr das? Ihr seid Starter? Lol, seit wann habe ich kein Goldpaket mehr? Muss das heute ausgelaufen sein? Nein! Wieso bin ich ein Starter? Okay, mal kurz Unterbrechung. Ich bin gleich nicht mehr Starter. Und da bin ich wieder. Das hat jetzt ein bisschen länger gedauert, als ich dachte, weil ich doch ein bisschen China zusammenkratzen musste. Aber ja, ne. Wo finden wir jetzt bitte sehr unsere kleinen Leutchen? Also. Verliebte Shurax. Genau, ich wollte es ja im Dreier fragen. Also ich habe jetzt... Ich kann mal erklären, was ich gerade gemacht habe, denn ich war so schlau und habe meine Goldpakete ins Segidagger gedeckt, weil ich die später noch verkaufen wollte und... Das war nicht so weise. Also ich habe das letzte Mal vor 3 Monaten oder so nachgeguckt, wie lange ich noch... wie lange ich noch ein Goldpaket habe. Und das war dann halt noch lange. So, ihr seht, ich habe ein Goldpaket wieder. So, dementsprechend dachte ich mir, okay, kann ich die ja noch da behalten, ne? Und was ich nicht bedacht habe als Starter, in Anführungszeichen, kannst du ja nicht... Oh, hier ist ein Duell. Kannst du ja nicht aufs Aha zugreifen. Und Pernom rum, okay. Danke! Okay, da hinten sind sie. Danke, 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 danke. Danke an alle. So, die eine sieht das ja auch im Chat. Ja, ich habe sie echt nicht vorher sollen wissen. Normalerweise sind diese Leute immer im Platz. Also hier direkt drin und jetzt sind sie anscheinend draußen. So, wir nehmen natürlich den Wallace, weil das... Da vorne sehen wir ihn schon. Da. Da sind sie. Die bösen Verliebten. Lol. Ja, woher soll ich das denn wissen? Auf jeden Fall, genau, ich hatte dementsprechend nicht die Möglichkeit, ne? Das war ein bisschen kacke. So, ich brauche 3 Schokoladen. So, und ja, dann war ich da. Ach, das ist ein Schaden, okay. Und habe überlegt, wie mache ich das jetzt? Dachte ich, komm, ich habe auch genug in meinen Chars an Gegenständen. Ich bin mit 22 Millionen oder so rumgelaufen, weil ich ungern mehr habe, weil, keine Ahnung, ist einfach so. Ich habe jetzt auch lange nichts mehr da gemacht gehabt. Das heißt, mein China-Standpunkt war wieder ein bisschen gering. So, die Verliebten habe ich denen das abgenommen. Da muss ich wohin? Und bringt sie dem, ja, den von eben. So, dann habe ich... mir überlegt, wie mache ich das? Ich habe dann angefangen, Gegenstände von mir zu verkaufen und dann bin ich an das ach so tolle Limit von 17 Millionen geraten, die man als Starter pro Woche verkaufen kann. Da dachte ich auch so, jetzt ehrlich. Und dann habe ich überlegt, wo kriege ich die restlichen rund 4 Millionen her? Das war gar nicht so einfach. Also die haben, das Goldpaket hat
Nee, nicht 4 Millionen, 3,2 Millionen. 41,2 Millionen gekostet wird mir normal. Was kauft ihr? Kauft ihr für so einen hohen Preis nicht, aber okay. Verwendet die Schokoladenbombe. Machen wir. So, das heißt, ich bin dann und habe überlegt, woher kriege ich die höchsten Drops? Also reiner Kina-Drop. Habe ich gedacht, Untergrund. Und dann bin ich letztendlich. Muss ich das aus dem Inventar ausmachen? Schokobombe? Das ist der Schokoladenturm, ne? Muss ich den Liebenden hier anquatschen? Nee. Ach, da ist die Schokoladenbombe. Okay, Entschuldigung. So, sprech mit dem sorgenfreien Schuh. Also bin ich dann in den Untergrund gegangen und habe da circa 1,5 Stunden ungefähr Mobs geklatscht, habe deren Kina gelootet. Die haben alle so zwischen 20.000 und 40.000 irgendwas dazwischen immer gegeben. Geschafft. Und ja, das war dann ein bisschen anstrengend, aber gut. Das habe ich dann auch in Kauf genommen, dafür, dass ich so dumm war und nicht vorher verkauft hatte. Und ja, dann bin ich, also währenddessen, das war auch relativ lustig, in diesem Gebiet sind ja auch die Gegner. Das heißt, ich bin die ganze Zeit mit einem Elios da rumgelaufen. Wir haben uns ganz am Anfang, sind wir uns begegnet, da habe ich mir gedacht, der greift mich nicht an. Dann tue ich mal, als hätte ich ihn nicht gesehen. Und später habe ich den dann absichtlich volle Kanne ins Target genommen, nachdem er sieht, ja, ich sehe dich, Junge. Habe mich dann dahingestellt, habe gewunken und bin weitergelaufen. Ganz klar, um zu sagen, du, ich greife dich nicht an, kannst hier ruhig in Ruhe farmen, ich will auch nur farmen. Also ich finde, hin und wieder, wenn man echt keinen Bock aufs PvP hat, zeigt man es damit gut. Vor allem, der war auf den Petbaum gesockelt und ich bezweifle, dass der den Kampf gewonnen hätte. Ich wollte es aber auch gar nicht ausprobieren. So, das heißt, ich habe dann eine Stunde oder so, ist ja die ganze Zeit daneben gewesen. Dann kam da noch ein Bade hinzu. Auch Gegnerbade, ne? So, der war dann mitten in meinem Gebiet und ich dachte so, willst du mich verarschen, Junge? Ich wollte die hier machen, weil da, also der andere SM, der hat ein sehr kleines Gebiet sich genommen. Da waren dann nicht so viele. Das fand ich relativ angenehm, weil ich dadurch nicht so viel hin und her nicht so viel warten musste. Also das Gebiet reicht eigentlich nur für zwei Leute, so als Info. Da müsste irgendwo der Greifer sein. Auf jeden Fall war ich dann da und dachte mir so, shit. Bin dann, bin ich noch ein bisschen weiter weggegangen, musste hin und wieder mich hinsetzen, das war ein bisschen nervig, aber okay. Und bei diesem Baden war es genauso. Ich hab angeguckt, ich dachte so, vielleicht hat er mich nicht gesehen, weil, vielleicht hat er mich nicht gesehen. Bin ich einfach von ausgegangen, bin dementsprechend da weggegangen. Auch nicht weggerannt, sondern weggegangen. Und bin dann im anderen Gebiet und habe da mein Zeug gemacht. Später dann habe ich gesehen, dass der SM gestorben ist. Und ich so, scheiße, dieser SM ist tot. Und ich hatte kein Goldpaket, konnte keinen Job erstellen. Und ich hatte keine Lust auf ein Ion, auf einen Translator. Also dachte ich so, scheiße, wie sage ich dem anderen Elios, du kannst ja nicht direkt mit denen schreiben, das geht ja nicht. Wie sage ich dem, dass er bitte mal kommen soll, weil da jemand tot rumliegt? Ich dachte so, kacke, Mist, ich bin da hingegangen, ich habe den ins Target genommen, ich bin wirklich zwischen dessen Skills gehüpft, ne, damit der mich sieht, damit der mich erstmal mitkriegt, ne? Und der hat mich ins Target genommen und dann nimmt er mich ins Target und macht nichts. Und ich dachte so, willst du mich verarschen? Ich will nett sein und einen Elios von euch zum Aufstehen bringen, ne? Ich dachte so, geht doch nicht klar. Ich will doch nur helfen. Also da war ich echt mega sozial. Der ist mir dann... Vor allem, normale Reaktion von einem Elios, wenn ich mit dem irgendwo sehe, ist, er rennt mir hinterher, versucht mich zu töten. Das ist die normale Reaktion. Und der hat dann mich ins Tab genommen, ist dann wieder rausgetappt. Also, ne? Nach dem Motto, ja, kannst ruhig fahren. Ich dachte mir dann so, ach, das meine ich doch gar nicht. Und ich habe dann versucht mit Emotionen, also hier diesen Zeug, irgendwie zu sagen, dass er mal mitkommen soll. Nee, hat er nicht gemacht. Das fand ich dann blöd. Und als ich dann letztendlich dort an der Leiche vorbeigelaufen ist, war der auch aufgestanden und dann halt am Obelisk wahrscheinlich aufgestanden. Da wollte ich mal sozial sein, dann ging das nicht. Das ist der Nachteil, weil ich kein Goldpaket hatte. Na, aber ich glaube, es gab sogar... Gib mir mal eben einen Moment. Ich muss mal eben kurz auf YouTube gehen. Denn... Ja, ich glaube, ihr habt gerade keinen... Moment, doch, ihr habt den Soundbewegung. Denn es gab einen Kommentar, der irgendwas mit dem Starter zu tun hatte. Hatte der das schon gesehen, dass ich nicht Starter hatte? Weil ich habe das nicht mitbekommen. Moment. Wollte Bosse machen in dem Gebiet. Nee, okay, nimm sie an. Nein, das meine ich jetzt nicht. Community.
Hey, hast du eigentlich ein Goldpaket aktiv? Ich habe mit Ja geantwortet. Aber anscheinend hatte ich es ja nicht. Also ich werde den Kommentar jetzt nicht hier nicht einblenden, weil das voll unnötig ist. Und da stand doch, ich hatte eine Freundschaftsanfrage. Hey, schau mal in immer dein Let's Play, bin großer Fan und so. Danke sehr. Ich weiß aber nicht, wer das ist. Ich nehme erstmal an. Freundessister. Hi. Das war jetzt wirklich anscheinend gerade ein Kommentar. Ich möchte aber hier den Panzerteig machen und eigentlich nicht schreiben. Und shit, ich mache wahrscheinlich eine Überlänge. Also ich glaube, die andere Aufnahme war jetzt 6 Minuten lang. Ja, dann weiß ich noch, wie ungefähr lang. Okay. Panzerteiger machen wir. Wir brauchen den nämlich immer noch für eine Quest. Jetzt brauche ich noch einen einzigen Panzer. Und ja, was brauche ich noch? Kampfexperte. Nice, da steht nämlich gleich ein einzelner Kampfexperte rum. Und wer sich das fragt, ich habe das Goldpaket nicht auf diesem Server gekauft, sondern auf Valhalla. Das war jetzt nicht hier. Hier habe ich echt nicht genug Kinar und auch nicht genug Champions dafür. Oh, und ich habe so viel verkauft von mir. Ich fand das richtig traurig, als ich das gemacht habe, weil ich hatte 4 Lagerschars und ich habe einfach alles Mögliche gesammelt. Wirklich ein Schrott. Totaler Schrott. Ich werde jetzt wahrscheinlich 3 Lagerschars oder so auflösen, weil ich einfach gesehen habe, das ist eh vollkommen egal, was ich da drin habe. Und ja. Vor allem, ich dachte, ich hätte viel, viel mehr China. Das hängt damit zusammen, ich habe vor 5 Monaten oder so angefangen, das Großmeister-Schmuckset zusammenzuwerfen. Und da habe ich extrem viel China reingesteckt. Und mir war das einfach nicht mehr bewusst, dass es so viel mehr, ich kann eh nicht beides wegtesten, dass es so viel war. Und dementsprechend, ich bin davon ausgegangen, ich laufe noch mit rund, also wenn ich jetzt auf die einzelnen rübergehe, weil ich das auf dem einen hingelegt hatte, 200 Millionen rum. Allein in den Chars und nicht nur im Legidager reingetan. Nee, war nicht mehr der Fall. Hatte ich alles ausgegeben. Ich dachte so, shit, hatte ich irgendwie anders in Erinnerung. So, die Quest haben wir auch noch fertig bekommen. Ihr merkt, das hat sehr viel rausgenommen. Ich werde mal eben kurz schauen, wo müssen wir denn jetzt hin, um die abzugeben? Dahin, okay. Das heißt, wir werden noch mal eben hier Rückzug benutzen. Oh, ey, ich habe aber auch echt gemerkt, dass ich lange nicht mehr PvE gemacht habe, als ich dann die ganzen Mobs da geklatscht habe. War echt ungewohnt. Also jetzt PvE mit höheren. Das PvE hier mache ich ja fast täglich. Und eine kleine Info zum Valentins-Event, wie auch immer das heißt. Ich weiß jetzt hier gar nicht mehr, wie es richtig heißt. Ich werde jetzt wahrscheinlich täglich eine Folge aufnehmen, beziehungsweise aufnehmen müssen, weil man das 5 Tage lang machen muss, dieses Event, und das aktualisiert sich ja in einer Woche. Das heißt, mal 2 Tage darf man es nicht machen. Und das heißt, wir werden immer wahrscheinlich am Anfang der Folge einmal kurz dahin gehen, die Pernon-Leute da klatschen und dann das wieder ausmachen. Rache ist süß. Da holen wir uns die Schuhe hier und wir haben den Titel Alliierter. Yay! Und der schreit mich wieder mit Willkommen an. So, und ich würde sagen, damit ist die Folge zu Ende. Das war jetzt echt sehr stressig für mich und viel länger Zeitaufwand, als es euch vielleicht bewusst ist. Also ich habe jetzt 17:30 Uhr aufgefangen angefangen aufzunehmen. So. Und jetzt ist es 19:15 Uhr. Ich habe nichts anderes gemacht als Aion gespielt. Ich wünsche euch noch viel Spaß bei weiteren Folgen und bis die Tage. Tschüss.